Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich krieg alle meine News, hole ich mir aus dem Netz. Ich lese da immer rum, irgendwie so, was alles Neues gibt, so auf stern.de und Spiegel Online und so. Blablabla. Und letzte Woche habe ich auf stern.de eine geile News gelesen und nur die Überschrift war geil. Nur die Überschrift. Die Überschrift lautet: Mann nagelt seine Hoden am Boden fest. Und ich habe das gelesen und mir war sofort klar, das wird heute ein guter Tag. Mann nagelt seine Hoden am Boden fest. Preisfrage, wieso? Was musst du da tun? Bist du da irgendwie eines Tages aufgewacht und denkst dir, heute ist Dienstag? Ich nagel meine Hoden fest, heute ist der Tag. Mann nagelt seine Hoden am Boden fest. Egal, was du gerade machst, du hast sofort ein Bild. Wie er irgendwie da so sitzt, so. Das war keine gute Idee. Das hätte ich mir genauer überlegen sollen. Mach ich Foto, tue ich Facebook. Ja, hier. Ja, hier. Ja. Danke, Stefan. Aber das ist halt krass, ne? Mann nagelt seine Hoden am Boden fest. Was? Das ist kein Scheiß, was ich erzähle. Das war ein Künstler, der seine Hoden am Boden festgenagelt hat, am Roten Platz in Moskau. Das ist kein Scheiß, weil das war ein Künstler, der ein politisches Statement setzen wollte, das ich vergessen habe. Ja, ganz im Ernst, natürlich. Weil wenn du mir was sagen willst und nach dem zweiten Satz nagelst du deine Hoden irgendwo fest, dann höre ich dir nicht mehr zu. Du brauchst Hilfe. Was ist das für eine Gesprächskultur? Ja? Irgendwie, du sagst mir was und schon im zweiten Satz rastest du aus. Schatz, wir müssen reden. Die Katzen haben Hunger und ich will nicht aufstehen. Und ich spiele die Nummer, Mann nagelt seine Hoden am Boden fest, gestern in Köln, und eine Dame in der zweiten Reihe fragt mich dann, ja, war denn der Mann noch dran? Wieso ist das wichtig, Mann? Warum ist das auf einmal? Wieso musst du das fragen? Was für ein Hirn musst du haben, dass diese Frage relevant erscheint? Irgendwie so, ja, Männer und Hoden kenne ich jetzt nur separat. Und deswegen muss ich nochmal nachfragen, ob das Sachverhalt ist. Sind noch zusammen? Ja, gut, kenne ich so nicht, aber gut, ja. Dass die immer so extrem sein müssen. Kennt ihr Femen? Ja, ne, diese Frauengruppe, diese Feministengruppe, die sich irgendwie die Brüste in die Kamera halten und sich hier so Sachen auf den Bauch schreiben. Unter uns, ich habe das hier nie gelesen. Ich gebe zu, ich bin eine Drecksau, ja. Titten, Buchstaben, meine Prioritäten sind klar. Immer wenn ich mit meinen Freunden rede, hey, kennst du Femen? Ja. Gegen was protestieren die? Keine Ahnung. Liest du nie, was da steht? Nein. Buchstaben machen mich immer so müde. Dann gibt's doch irgendwie Pussy Riot. Das ist auch so eine Nummer, ne? Da finde ich den Namen einfach nur geil. Pussy Riot. Das kann man in etwa so übersetzen wie Aufstand der Vaginas. Das ist ein Buchtitel. So wird meine Biografie heißen. Ja? Aufstand der Vaginas von Maxi Stettenbauer. Und drunter mein Gesicht. Ich habe 4 Katzen zu Hause und immer wenn ich sage, dass ich 4 Katzen habe, gucken mich die Leute an und überlegen sich, kenne ich den nicht aus Mitten im Leben? 4 Katzen, ich finde das sehr interessant, dass man Katzen auch studieren kann, weil ich finde es super spannend, wie Katzen sich übergeben. Ja? Menschen übergeben sich wie folgt. Ja? 1, 2, 3. Hua! Vorbei. Ja? Aber Katzen, die fangen erst an zu pumpen. Ja, so. Und sie gucken dich dabei an. Sie gucken dich dabei an. Ja? Ich weiß auch nicht, was los ist. Und dann pumpen die durchs Haus auf der Suche nach dem einzigen Teppich im ganzen Haus. Ja? Oh, da ist er. Und dann haben Katzen noch so dieses Angeben, ja, dieses. Geil, oder? Lass das liegen, das esse ich noch.
Ich habe einen Kater. Mein Kater ist eine fiese Drecksau, weil er hat letztens mein iPad runtergeworfen. Ja. Und das war so, also ich lag gerade ganz gechillt da und er wirft das iPad vom Tisch runter. Und ich wollte es noch retten, ja. Ich wollte noch so in Zeitlupe hinspringen. Ich so, nein! Aber ich war zu faul. Dankeschön, ciao. Maxim Stettenbauer. Ja, alles gut.